So, Hallöchen, jetzt der Teil 2,5. Ich habe ja das Laufwerk hier. Oh, ist doch gut da draußen. Ich habe ja das Laufwerk hier. Das A-Laufwerk. Ja, abgeglichen im Normalspeed, das B-Laufwerk genauso, das B-Laufwerk auch im Highspeed. Und es ging ja darum, wie kriege ich das A-Laufwerk, was ja im Highspeed nur aufnehmen kann, aber nicht abspielen kann, abgeglichen. Und ich wollte ja hier Kabel umpinnen und umstecken. Was war das hier? Ja, machen wir so hier, da, so von da den Löschkopf rausziehen und auf den Dings gehen und das irgendwie versuchen, dass das irgendwie geht oder mit Adaptern und wie auch immer. Ich habe jetzt das Service Manual. Auf ganz komplizierten Wegen habe ich das gefunden. Das habe ich aber auch nicht wirklich hier, das habe ich nur gelesen. Das war sehr schwer zu lesen. Aus so einem ganz kleinen, unscharfen Bildchen raus. Aber da stand was von: Verbinden Sie Testpunkt 1 und Testpunkt 2, um den Abgleich zu machen auf Highspeed. Und das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich habe hier so ein Jumperkabel. Da ist hier Testpunkt 2. Da kann ich das schon mal draufstecken. Testpunkt 1 lasse ich mal noch ab. Ich mache jetzt noch mal den Ton an. Achtung, es könnte wieder laut werden. Ich weiß nicht, wie laut ich das eingestellt habe. Ja, nicht laut genug. Das war der 2 Kilo, nee, der 1 Kilohertz Ton. Jetzt gehe ich noch mal auf Play. Nehme das Jumperkabel und stecke das auf den Testpunkt 2. Mach gleich mal Stopp. Ihr habt gesehen, er wird dann gleich schneller. Ein bisschen gehe ich mal runter. Ich wechsle jetzt mal auf den PC. Ich mache jetzt nicht beide Bilder rein, weil viele gibt es da nicht zu sehen. Ich drehe nur wieder am Poti, um das einzustellen. Ich muss bloß den Testpunkt hier so sicher einstecken. Jetzt gehe ich auf den PC. Und jetzt spielen wir das mal mit Highspeed ab. Und man sieht schon, das passt nicht. So, jetzt ist es eingestellt auf Highspeed. Ich hoffe, ihr konntet mich jetzt noch hören. Jetzt ist es eingestellt auf Highspeed, 2 Kilohertz. Habt ihr jetzt, habe ich, glaube ich, gesehen. Spulen wir vorwärts auf die 3 Kilohertz. Noch ein Ticken. Das war zu viel. So. Jetzt noch mal auf den anderen. Muss ich jetzt haben. Passt. So, ich hoffe, ihr habt es jetzt sehen können. Auf dem PC habt ihr es sicherlich gesehen. 6300 Kilo jetzt. Es ist jetzt abgeglichen. Ich brauche bloß die Testpunkte hier wieder entfernen und schon läuft das ganz gut. Jetzt gehe ich noch mal gucken. Testpunkt. Testpunkt, Testpunkt, da, Testpunkt und Testpunkt. Das passt. Passt. Das passt. Gut. So, jetzt ist es in beiden abgeglichen, High und Low Speed. Passt.
Macht er das hier bei dem anderen auch, wenn ich da den Testpunkt setze, muss ich da gar nicht erst mit diesen ganzen Umgefummel. Tatsächlich, das geht. Der setzt das dann automatisch auf Highspeed hier um. Okay. Das macht er auch. Gut. Damit ist das jetzt abgeglichen. Eigentlich könnte ich noch den BIAS einstellen und die Pegelanzeige und alles, aber BIAS und das lasse ich alles so wie es ist. Da mache ich nichts dran, weil ich nicht hundertprozentig genau weiß, wie man das macht. PB Level, das ist der Ausdings. Das ist hier rechts, links. Wo war der BIAS? Das habe ich auch noch irgendwo gesehen. Das war Meter. Da ist der BIAS. Ich guck mal, ich zeige euch das, versuche ich das mal zu zeigen. Weil es für Laufwerk A und Laufwerk B. Die beiden, das ist der BIAS. BIAS A und B, also 1 und 2. Da brauche ich Frequenzgenerator hier hinten an dem Line-In-Eingang und ein Oszilloskop irgendwo war das mit anschließen. Ich habe das irgendwie gelesen. Das war sehr schwer zu lesen. Dann kann man auch den BIAS ein bisschen einstellen, dass es ein bisschen besser passt. Ich will da jetzt nicht wild dran rumdrehen. Ich weiß, der Groot, der stellt den BIAS immer selber ein. Ich lasse es aber so. Für mich passt das. Die Frequenzen sind gut dargestellt. Ich lasse das so. Ich habe hier sowieso nur Chrom-Kassetten. Er erkennt automatisch, ob Chrom oder normal. Das reicht. Da brauche ich nicht noch großartig rumbauen. Oder rumbasteln. Dann haben wir das. Das wäre das Video 2,5. Wir haben beide Laufwerke in High- und in Normal-Speed abgeglichen. Jetzt ist das Kassettenlaufwerk so gesehen wieder funktionabel, das mit dem Hebel hier, vielleicht mache ich das irgendwann mal mit dem Hebel hier, ach das sieht ja noch gar nicht richtig, hier mit dem Hebel, vielleicht mache ich das noch mal irgendwann mal, wenn ich die Lust und die Muße dazu habe. Jetzt bin ich am überlegen, nehme ich das Sony Kassettendeck aus meinem Dings raus und mache das Yamaha rein, weil das ist doch ein bisschen besser. Denn Wow and Flutter bei RMS liegt es unter der Spezifikation wie im Manual. Das habe ich gefunden. In den technischen Daten, was da stand, da war dann 0,08% RMS Wow and Flutter und Peak bei ungefähr 0,15, 1,6 ungefähr. Und da liegt das ein Ticken drunter. Das Sony ist ein bisschen drüber. Das hat ein bisschen mehr. Das liegt im 0,1er Bereich. Das hat ein bisschen mehr Wow and Flutter drin. Aber da hat es aber einen einstellbaren BIAS. Ich bin mir noch nicht so sicher. Oder ich muss mir nochmal so ein Umschalter-Dings bauen. Ich habe ja schon mal eingebaut. Vielleicht verlinke ich das Video noch unten drunter. Weiß ich noch nicht. Ansonsten sucht mal irgendwie Audio-Umschalter oder was auch immer, wie ich das Video genannt habe. Irgendwo ist es in meinem Kanal drin. Vielleicht baue ich da noch eins. Dann vielleicht nehme ich das noch als Zweitlaufwerk dazu. Zweites Kassettendeck. Mal schauen. Na gut, dann danke fürs Zugucken und für eure Geduld. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder mit einem C64C128. Das hier war jetzt einfach nur mal so dazwischen geschoben, weil ich mir das in die Finger gefallen ist, weil ich mein anderes C64 Zeug gesucht habe. Da kommt mir das Ding in die Finger und ich denke mir, wo habe ich das Ding denn her? Funktioniert das überhaupt noch? Ja, funktioniert. Braucht ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuneigung und dann läuft das auch wieder. Das mit der Klebesoße da unten drinne, ich weiß nicht, keine Ahnung. Was sind das für Elgos? ACEUS Japan. Nee, ACEUSU Japan. Das sind keine Panasonic bei mir. Das ist was anderes. Grodi.
Ansonsten habe ich da unten die kleinen. Das ist Rubicon. Oh, Rubicon. Ui, das ist was Schönes. Die kleinen hellblauen sind Rubicon. Und was sind die schwarzen hier? Das sind die. Oh, brauche ich mal kurz ein bisschen was anderes Licht. Wo ist denn die Lampe jetzt hin da? Was haben wir da? Pan, 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 keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Das ist Rubicon. Rubicon auch. Also im Großen und Ganzen sind hier Rubicon drin. Bis auf die zwei hier, das ist was anderes. Ach, das sind Spulen. Nee, gut, Entschuldigung, das sind Spulen, das sind keine Elkos. Ja, also da steckt Rubicon drin, da ist. Wahrscheinlich auch was Gutes drin, keine Ahnung, weiß ich, kenne ich nicht. Aber Rubicon kenne ich, Nichicon kenne ich. Die sind okay. Ja, gut. Dann, ja, reicht. Viertelstunde Video reicht ja, ne? Vielleicht schneide ich noch zwei, drei Parts raus. Vielleicht so ein bisschen kleiner. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!